Beim letzten Mal hatten wir schon einige heftige Schlachten zu schlagen, sind jetzt hier gerade über ein Schlachtfeld gestolpert. Das konnten wir ausgezeichnet noch plündern. Und jetzt geht es allerdings hier in, eine geplünderte City. Vermutlich sind da auch noch Goblins drin. Also, schauen wir uns das Ganze an und gucken. Zerstörtes Dorf. 60 XP haben wir bekommen. Und wir sollten die Augen offen behalten. Ich weiß, dass ihr es seid. Zeigt euch. Hier wird niemand aufgespießt. Lasst mich durch. Wir haben euch umzingelt. Ihr macht einen Schritt weiter und wir picken euch mit Pfeilen. Alter, als das Symbol aufleuchtet, durchströmt dich Macht. Überzeugen haben wir im Vorteil. Lass mich vorbei. Dann tun wir so, als seien wir nie, hätten wir uns nie gesehen. Eine 15. Wir haben die 16. Plus 2. Oh, suppose it's best to save our strength for a real threat. Für echte Gefahr aufsparen. Go on then. Yes! Das ist immer das Allerbeste. Das ist immer das Allerbeste im Game. Alter, so soll das sein. Einfach die Leute überzeugen und da muss man sich gar nicht erst irgendwie battlen. Die Frage ist, können wir jetzt hier einfach durch? Cool. Oder können wir hier auch noch ordentlich plündern? Ich meine, man will ja hier noch ein bisschen was mitnehmen, ne? Die Taschen sind ja nicht schon voll genug. Oh, was haben wir da? Wegpunkt entdeckt, okay. Also bevor man jetzt hier irgendwie alles wegschlachten muss. Wegpunkt, zerstörtes Dorf, cool. Kisten. Wermut, hier ist eine ganze Apotheke drin. Gegengift. Lauzit. Heiltränke. Alter Falter. Ich nehme einfach alles mit gerade, ne? Ich nehme einfach alles mit, was geht, ey. Tell me, Gale, what is your interest in the astral plane? So, das machen wir dicht. Haben wir die quatschen mir hier zu viel, ey. Weinregal. Oh, was haben wir da? Schock, die essen irgendwelche Beine auf. Okay, da sollten wir vielleicht nicht direkt hingehen. Was ist das denn hier? Okay. Holzfass. Was haben wir hier noch? Noch mehr Wermut. Ich hoffe, ich kann das auch irgendwann gebrauchen, das ganze Zeug, ey. Gegengift. What did you mean before, Gale? A woman with shadow.
shadows for eyes, you said. Merely that if the eyes are the mirror to the soul, yours have dark curtains across the mirror. No offense taken, I hope. Not necessarily. I haven't made up my mind about you yet. Okay, weiter geht's. Hier geht's nach oben. Ich hoffe, dass wir jetzt von allen Leuten einfach durchgelassen werden. Ich bin mir nicht sicher. Kristallkugel. Alter, die haben ja einfach hier alles geplündert, ne? Einfach alles geplündert. Gehen wir mal nach draußen. Also im Moment können wir hier einfach rumlaufen. Als ob wir gerade irgendwie echt keine Gefahr sind. Sehr angenehm. Hier ist leider die gesamte Distillerie im Eimer. Staffelei. Just don't expect me to put all my eggs in the same basket. That expression must sound curious for Gith Yankee. Wow, ey. Okay, sind auch jede Menge Fässer. Und übelst viele Goblins überall. Also mit den Dudes hier oben, hier waren gerade die Großen drin. Da bin ich mir echt nicht so sicher, ne? Komm, wir gehen mal nach unten. Was haben wir denn hier noch? Ja, nice, alles mitnehmen. Auch wenn es Schrott ist, kann man alles verkaufen. So. Gehen wir nach hierhin raus? Oder wohin geht's? Ich frage mich, wo dieses Goblin-Lager ist. Das wäre halt ganz interessant. Eingestürzter Bau. Das wäre natürlich ganz interessant. Oh. Hier liegen Skelette rum. So, ich speichere mal eben. Weil bisher ist eigentlich alles ganz gut gelaufen hier in der City. Und jetzt laufen wir an diesen großen Dingern vorbei. Gnom schmeckt gut. Ich bin auch ein Gnom. Meine Herren, beherrscht euch. Meine Herren vor allem, wie gut. More chicken. Fish. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. Seid ihr Freund oder Fraß? Show us the brand of the absolute. Täuschen. Ich hoffe, es klappt. Sonst sind wir Fraß. Genau, Punktlandung. Genau auf die 10.
Ihr seid ein sehr wortgewandter Oger. Am I not astonishing? Ordentliche Ernährung und ein ordentlicher Verstand. Ist so. I am a gourmet. Einem Gourmet. Ihr werdet eine Delikatesse. Wenn ich nur glück. I've no use for the absolute or any god. I follow two masters only. Völlerei und Gier. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. And the rest sate my hunger for meat. Boss Goblin give gold. We check brand. Good deal. Yeah. No talk. Ihr sollt für mich kämpfen. Bringt mich in Versuchung. Täuschen, 1000 Gold. Alter, wenn das schief geht, ne? Ich zahle mit Fleisch der Gefallenen. Ich habe auch gar nicht so viel. Eine 20 muss ich würfeln. Da lacht er doch drüber. A slip of the tongue. You meant to make a better offer, surely. Ich gebe euch 500 Gold, wenn ich euch zum Kampf rufen darf. Ich habe keine 500 Gold. Ich kann jetzt mit anderen Charakteren rumrennen. Er ist gerade im Gespräch und kann jetzt mit den anderen rumrennen. Doch, ich habe wohl 500 Gold. Ich habe 900 Gold. Verdammt, Alter. Oh, but you do love to tease. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Alas, not so much as a nibble. Nicht mal ein Häppchen. Food? No, not food. Abgefahren, abgeh. Zu schwer zum Werfen, aber bestimmt nicht für die Oger. Gnome schmeckt gut. Was ist das? Geborstener Stützbalken. Ich kann hier einfach rumrennen und alles einsammeln. Komplette Würstchenbraterei hier, oder was? Ich renne hier einfach an den Ogern vorbei. Und wisst ihr, was als nächstes kommt? Ich versuche, die zu beklauen, Alter. Aber hundertprozentig.
werde die gleich beklauen. Erstmal noch alles mitnehmen, was geht. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir gehen erstmal hier raus. Ja. Irgendwie kommt man hier schon sonst weg. Oh, was haben wir hier? Erdhaufen. Keine Aktion möglich. Doch, ich habe noch eine Schaufel dabei. Holztruhe, robust. Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. Das ist einfach die Truhe von den Dudes. Alter. Speichern. Klar. Alles nehmen. Speichern. Wow. Okay, und jetzt geht's los. Die Frage ist, komme ich nah genug ran? Okay, wir kommen so hier auf gar keinen Fall dran. Egal. Lassen wir die Goblins, die Ogre hier einfach so, wie sie sind. Wir können hier noch hin. Das sieht nochmal interessant aus. Das heißt, wir schauen mal eben, was hier ist. Da liegt noch ein Buch. Und ein Rucksack. Ja, die Zitronen. Im Land, wo die Zitronen wachsen. Auch wieder Felsen, Felsen, Felsen. Ja, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ich glaube, wir haben hier nicht wirklich viel anzustellen, zu machen. Es war schon mal gut, wir haben hier mit den Ogern gequatscht. Wir hatten die Chance, dass wir mit denen irgendwie was machen. Leider fehlgeschlagen. So what? So ist es nun mal. Was haben wir hier? Eine Vermisstenmeldung. Missing children. Maggie Terrence, Marcus Terrence, Mathen Deitch, Rochelle Kirk. Okay, vermisste Kinder. Die Terrence Kids. Brunnen. Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. Nachforschung in den Brunnen spähen. Na komm, eine 10 krieg ich doch hin, oder? Ach komm. Kann doch ein anderer dann da reinspähen? Dry stones line the wall, but the darkness below is impenetrable. Da kann auch ein anderer noch bestimmt reingucken, oder? Weggehen. Was ist hier mit Ette? Kannst du da noch reingehen? Nachforschung. Zehn von zehn. Dankeschön. Dry stones line the wall. At the bottom. Siehste. So. Eine Münze in den Brunnen werfen. Ja. The coin disappears into the darkness, landing with a soft clink. Okay, wir klettern runter. Do not disturb these webs. Whatever wove them would be much too
too large for my liking. Oh mein Gott, wo sind wir wieder gelandet? Wo sind wir denn hier wieder gelandet? Und wo ist meine Münze? Er sammelt die hier alle, ey. Oh nein, Spinnen. Oh nein, ekelhaft. Ach du Schande, nee. Oh, was uns jetzt hier erwartet. Oh, okay. Wir können es nicht abschließen. Großschwert. Nietenbesetzter Schild. Wir haben Dunkelheit. Fackel verwenden oder Licht? So, wer hatte denn noch eine Fackel dabei? Zweihand-Axt. Kriegen wir auch eine Fackel irgendwie aktiviert? 5 bis 11. Das ist auch vom Schaden her nicht so schlecht. So. Oder wir laufen einfach weiter im Dunkeln. Erstmal speichern. Wir haben die Eier getötet und jetzt kommen die ganzen Spinnen von allen Ecken und Kanten. Närrischer Tuck. Kokon aus Spinnenseide. Kampf beginnt. Ich weiß nicht wo. Aber er beginnt. Ach du Schande. Er hat 33 Leben. Und das Viech hat 24 Leben und macht erstmal einen 10er Schaden. Oder einen 11er mit Säure und wir stehen mittendrin. Okay, wir sollten hier abhauen. Ganz klarer Fall. Ja. Auch fehlgeschlagen. Ja gut, also, ganz realistisch gesagt, wir sind absolut unterlevelt. Alter Falter, ey. So wird das aber nix. So wird das aber nix. Aber was wir machen können, ist hier erstmal noch ein bisschen rumrennen. Und erstmal versuchen, hier nichts anzugrapschen. Und wir gucken uns hier nur mal eben um. Fackel, Tagebuch, alter Rucksack. Holzkiste. Fackeln ohne Ende. Und wieder überladen. Und danach verschwinden wir hier einfach. So ein Ding ist das. So, was ist hier noch? Kann ich sortieren nach Gewicht? Nach Gewicht. Klar, der Reiserucksack.
richtig schwer. So ein oller Kessel. Die ganzen Seile. Kann ich nicht senden, okay. Hier haben wir noch so ein Schild. 1000 Münzen habe ich auch schon. So, mal eben frisch sortiert. Wieder ein bisschen Platz gemacht. Damit wir jetzt hier auch genüsslich weiter looten können. Verbranntes Tagebuch. Wieder ein Fallenschloss-Knackdingen. Fallen knacken. What's on your mind? Kiste. Stiefel des Spinnenschritts. Spinnenschritt. Immun gegen eingesponnen. Oh, das ist nicht schlecht. Die kann man direkt mal anziehen. Ja. Zack. Ritualdiagramm. Kunstvolles Diagramm auf Pergament gezeichnet. Ritual, Ratzkaschal, bla bla bla, Spinnen, ein Elf. Ein einziges Wort steht da drunter. Transzendenz. Na ja, dann. Wow. Noch haben wir nichts aufgeschreckt hier, ne? Noch haben wir nichts aufgeschreckt. Ich speichere nochmal. Wir können immer noch ganz normal rausgehen. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das hier so smart ist. Also vor allem in dem Levelbereich, ne, hier rumzurennen. Die haben einfach so viel oder mehr Leben wie wir selbst als Gruppe. Und dementsprechend sind wir einfach Opfer. Ja. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Also, wir gehen einfach hier wieder raus. Alter Rucksack leer. Oh mein Gott, da ist noch ein Skelett und ich bin so greedy und ich will das haben. Also, ganze Gruppe zurück. Gruppe, bitte hier warten. Ich bin einfach zu gierig. Oha. Ob das so smart ist, Alter. Wahrscheinlich nicht. Oh, da kommt irgendwas näher. Rostige Klinge. Ich hoffe, das geht wieder zurück. Naja, bis jetzt geht's eigentlich die ganze Zeit, ne? Leerer Rucksack. Rucksack des Lehrlings. Jetzt.
Und schnell wieder weg. Und lauf, 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 lauf. Sehr schön. Okay, reicht mir. Genug gelootet. Schön ein paar Specials hier mitgenommen. Komm, ganze Gruppe. Und wir gehen auch einfach hier wieder raus. Wir graben hier nach gar nichts. Wir wollen hier nichts aufschrecken. Einfach den Brunnen wieder verlassen. Aber schon mal gut zu wissen, dass wenn wir wollen, können wir hier in dem Dorf in den Brunnen rein. Und dann haben wir richtig Action. Dann geht es ab. Oh, nur eine 11. Come on, Alter, eine 1. Als ob ich ein Schloss nicht geknackt kriege. Kritischer Fehlschlag, aber wirklich. Neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 15. Puh. So gerade, ey. Ui. Helm der Hast. Kampfbeginn erhält der Träger 3 Züge lang Wucht. Und nochmal Fallen entschärfen. Sehr gut, ey. Olle Fischköpfe sind inside. Und ein paar olle Schlüppis und so Sachen. Hier ist richtig der Müll sonst in der City. Das Gute ist aber, wir können hier einfach rumrennen, ohne großartig belangt zu werden. Bis jetzt. Da passiert wieder irgendwas. Da passiert doch irgendwas. Irgendwer ist doch am Rumschreien da. Holzkiste. Tipptopp. Können wir wieder schön anfangen zu looten. Nicht erreichbar. Nicht erreichbar. Was haben wir denn hier? Da kommen wir nicht rein. Aber hier kommen wir doch rein, ne? Oh, was haben wir denn hier noch? Der ist betrunken. Grottenschrat. Direkt nochmal speichern. Und hier haben wir Holzkisten. Ich würde sagen, wir gehen als Team einfach mal leise dran vorbei. Und gut ist. So, einfach mal hier hin. So geil. Okay. Team auflösen. Und jetzt natürlich das Gefährlichste von allem. Ich kann ihn nur angreifen. Verfaulte Hühnereier. Ich dachte, ich könnte ihn ausrauben. Schade. Naja. Dann ist das halt nicht so. Was aber auch nicht schlimm ist. Aber wir haben gleich richtig schön die gesamte City hier leer gelootet, ey. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, moinsen. Halskette. Tagebuch.
Okay, nehmen wir auch mit. Irgendein komischer Gegenstand, nehmen wir auch mit. Und damit haben wir, glaube ich, hier die wichtigsten Sachen. Oh, hier geht's runter. Das ist auch wieder so ein Ding hier, ne? Abgefahren. Hier hängen so noch ein paar Waffen rum. So. Oh, das hier mit dem Netz. Ob man dann direkt runterfällt? Bis nach ganz unten? Ich will es nicht ausprobieren. Es sieht aber so aus, als ob man darüber irgendwie in diese... Ein anderer Weg in die Höhle, ne? Es kann ja sein, dass es Leute gibt, die quasi nicht die Chance haben zu entdecken, dass die... dass der Brunnen, dass das irgendwie ein geheimer Zugang ist. Und dann müssen die auch eine Möglichkeit haben, da reinzukommen, ne? Topfdeckel. Ja. Goblin einfach mal beklaut. Und wir rennen weiter. Wir rennen einfach jetzt hier raus wieder. Wir sind hier durch. Und ich würde sagen, wir gehen einfach auch hier durchs Tor raus und weg. Weil ich glaube, sonst ist hier nichts mehr, ne? Wahrscheinlich ist doch noch irgendwo was, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Und der ist tatsächlich auch auf der Map als Grottenschrat. Ist als böse auch markiert. Ich muss ein bisschen mehr auf die Minimap achten. Ich mag es, so nah dran zu sein. Ich glaube, es ist gar nicht so praktisch für die Übersicht. Nicht dein Ernst. Smash. Oh, smash. You. Don't disturb a half ogre in the making. Oh mein Gott. Das Szenario. Ich werd ja wild, Alter. Siebenundzwanzig, neunundfünfzig live. Fünfundzwanzigprozentige Chance, Alter. Keine Chance. Durchbohrender Schlag. Klaffende Wunde. Das ist schon mal gut. Kann der kleine Gnome ihn schubsen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Wir müssen erstmal den einen vernichten hier. Alter, wir kriegen gleich von der Uschi, wir kriegen von der Uschi gleich so dermaßen links und rechts einen vor die Goschen. Und ich glaube, der Punkt, der ist jetzt gekommen. Chromatische Kugel. Alter, ich habe sie halb kaputt gehauen damit. Das war mal mächtig. Kann ich nicht. Krieg dir schön reingekickt. Zweimal, Alter. Krieg ich nicht hin. Alter Falter, ey. Ich muss ihn kaputt hauen, damit er nichts machen kann. Grünkohl. Ich hätte euch ja nichts getan. Ich sage es ja, wie es ist, ne? Lebensregeneration war wichtig. Im Vorbeirennen kriegt sie noch eine Kelle. Jetzt ist sie in Enrage, Alter. Es war so klar, ey. Ich wollte gerade sagen, ich wollte sie in ein Schwein verwandeln, aber... ...22 Damage war richtig krass. Okay, Leute. Jetzt voll auf dem Arsch klatschen. Oh, ich komme nicht dran. Ich bin zu klein. Impfen. Alter, perfekt. Ohne Scheiß. Ich war ja schuld, Alter. Das war jetzt eigentlich nicht mein Part, ey. Wir hätten einfach abhauen müssen, glaube ich, oder? Ich hoffe, jetzt gibt es hier wenigstens so richtig den geilen Shit auch noch drin, ne? Den heftigsten Loot. Weil sonst war das ja komplett useless, ey. Einfach hier... Alter, so ein Riesenseil ist das. Einfach hier so ein Pärchen auseinanderzunehmen. Schweinekeule. Alter, hier liegt noch jemand. Ne, die Schweinekeule schmeißen wir aber gleich weg, ey. Was? War das du jetzt schon wieder? Also, die ist auch nervig, ne? Die ist wirklich nervig, ey. Die werde ich auch als erstes austauschen.
Holzrinde. Zerfleischte Leiche. Es hat sich überhaupt mal nicht gelohnt. Es hat sich einfach mal überhaupt nicht gelohnt, ey. Sehr unangenehm, das gesamte Szenario. Aber völlig abgedreht auch, ey. Okay. Ich muss schon wieder Sachen wegsortieren. Ah, so, einmal wieder grob alles rumsortiert. Alter. Das war ja ein krasses Ding, Alter. Machen die sich einfach einen entspannten Nachmittag zu zweit. Und dann kommt da so eine meuchelnde Gang vorbei. Alter, was ist das denn da für ein Dolch, ey? Protruding from the tough, leathery meat. Nachforschung, das Fleisch untersuchen. Fingerfertigkeit. Vorsichtig am Dolch wackeln, bis er sich löst. Komm, bitte. Yes! Der sieht special aus, der Dolch. Der sieht krass aus. Method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. Oh, Alter, den nehmen wir mal mit. Dolch plus eins. Aus dem mysteriösen Grillfleisch rausgezogen. Dolch plus 1, 5 bis 8. Jetzt haben wir diese Nadel des Schurken. Die macht ja gar keinen Schaden. Zwei Dolche. Cooles Dingen. Cooles Dingen. Nice. Sofort speichern. Das war natürlich tipptopp. Okay, also, dann gehen wir mal wieder raus hier und weg hier und weiter. Ich hoffe, nee, hier geht's, oh, vielleicht können wir hüpfen, in Richtung von dem Goblin-Lager. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das sein kann. Ich guck mal, haben wir nicht eine Map? Wir haben so viele Sachen. Rette den Gnom. Rette den Gnom? Ach, das war an der Windmühle, glaube ich. Da hat einer geschrien. Rette die Goblinfrau Sasa. Wait a minute, die wollte zu sich ins Dorf. Das heißt, wir gehen dahin. Wir gehen am Gnom wieder vorbei. Und dann müssen wir in die Richtung. Okay, also wieder zurück. Hm.
Mistgabel. Ey, wir müssten wirklich mal alle ein bisschen rasten. Ne? Wir sind so fix und foxy, ey. Sodele, eben wieder geheilt. Okay, geheilt und startklar. Wir rennen jetzt hier nochmal dran vorbei. Ja, hier war das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück, wenn das fehlschlägt. Sieben Gegner, wenn wir die nicht davon überzeugen, den Goblin gehen zu lassen. Der sieht so aus wie ich. Dann kriegst du einen Wurm. Alter, was hat er denn, ey? What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly. Ich bin auch so ein Winzling, ey. Tiefengnom. Volk Tiefengnom. Lass meinesgleichen sofort frei. Naja, als ob das irgendwie was bringt. Wants to save your ranty little friend, do ya? Not a chance. He's ours. Ich versuche nochmal. Plus zwei von überzeugen, Übung. Wir müssen nur eine 9 machen. Komm, gib mir bitte die 9. Yes. Yes. Was hat er vor? I ain't got much stomach for a fight. Better just put on a show and scare this one off. Euch fehlt der Mumm zu einem Kampf. Soll ich das so sagen? Nicht schon wieder kämpfen, besser Theater spielen und ihn vertreiben. Aber wenn ich jetzt sage, euch fehlt der Mumm zu einem Kampf. Ich versuche nochmal danach mit überzeugen. Oh, 15 ist schon hoch. 14. Ah. Ist er jetzt aggro direkt? Auftreten, geht auch noch. Na komm. Kritisch. Kritisch erfolgreich. Now you're gonna spoil the fun. I like it better when they got some fight in them. Clear off and don't come back. Tell your mummy how the nasty goblins made you wet your britches. Jetzt fliegt er natürlich da immer noch rum und dreht sich hier auf einem Minimap im Kreis. Das war, glaube ich, alles nicht ganz so smart. Können wir denn hier rein und das Ding aufhalten? Oh fuck, jetzt sind wir mittendrin, Alter. Wir hätten vielleicht hier anders reingehen können, ne? Als so ganz clumsy. Und hätten das aufhalten können. Okay, das lade ich neu. Ja, wir dürfen da jetzt leider nicht ran. Dementsprechend gehen wir jetzt mal hier außen rum.
Und versuchen, mysteriöses Loch, Achtung. Und versuchen, das mal ein wenig zu sabotieren. Und das mysteriöse Loch, Alter. Wow, da sind einfach Sachen drin. Seltsames Buch, Krummsäbel, eine Öllampe. Wow. Und wir gehen mal alle in den Sneak-Modus. Und schleichen. Oh, der sieht das hier natürlich. Und schleichen hier hin. Jetzt. Zielpunkt nicht erreichbar. Nicht erreichbar? Was? Wir können hier nicht rüber? Ich kann da nicht rüber hüpfen? Danke. Okay. Wir sind drüber. Und jetzt müssen wir hier irgendwie rein. Eine beschädigte Statue. Ihr komisches... Ihr Stone ist da bestimmt am Glühen, oder? Na, Fräuleinchen, was ist da wieder passiert? Okay. Keine Zeit für. Aber die beschädigte Statue, die muss ich mir gleich nochmal angucken. Okay, haben wir hier irgendwas zu machen? Hier sind Hebel. Hebel lösen. Ich hab den kleinen Goblin ins Jenseits katapultiert. Und bin jetzt auch noch im Kampf. So, nochmal an diese Stelle hier. Jetzt gucken wir mal gerade als erstes, was mit dieser Statue ist. Ist hier irgendwas zu sehen? Abgebrannte Kerzen. Sonst ist hier nichts weiter. Okay. Ein olles Schild. Was haben wir hier? Oh, hier geht's in den Keller auch noch rein. Oh, krass. Oh, nicht schlecht. Nehmen wir natürlich alles wieder mit, was geht. Irgendwelche Klamottis einfach, Gammeliger Käse. Blitzfüße. Flinke Funken. Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er +3 Blitzladungen. Athletisch +1. Blitzladung. Alles nehmen. Okay. Nee,
sonst ist auch irgendwie nicht wirklich viel zu sehen. Komische Sounds. Es hat aber auch irgendwie gerade keiner wirklich... Gerade keiner irgendwie was wirklich entdeckt. Bevor ich jetzt hier weitermache, ich speichere nochmal, alleine schon wegen dem Item. So, hoch. Richtiges Goblin-Lager hier oben. Aber ansonsten auch nicht wirklich... wirklich mehr viel, was man machen kann. Ich kann den auch, glaube ich, hier nicht irgendwie einfach grabben, ne? Nee. Okay. Ja, das bedeutet... Das bedeutet... Im Idealfall, also ich würde das ja so machen, dass ich jetzt hier eigentlich einen da lasse, der das Ding drückt und danach flieht. Das bedeutet, dass wir ihn hier lassen. Und die anderen, die gehen einfach jetzt hier vorne hin. Komm, hüpf rüber. Okay. Ich hoffe, dass das klappt. Und dass die dann, einfach weg sind. Okay, zweiter Versuch. Erster Versuch ist gescheitert, denn die sind alle hier nach oben gekommen. Aber grundsätzlich war das, glaube ich, nicht ganz so verkehrt. Das heißt, ich gehe jetzt hier drauf, schleichen, bremse das aus und versuche aber jetzt zu fliehen. So. What's going on back there? Ja. Go check it out. Jetzt kommen die alle an. Und jetzt muss ich versuchen zu fliehen. Bisher sieht es gut aus. Ich denke, dass ich sofort im Kampf bin. Komm, hüpf. Okay, das Ding dreht sich wieder. Oder? Nee. Die rennen hier einfach rum und suchen die Area ab. Aber es ändert... Jetzt haben sie den falschen Hebel genommen. Jetzt haben sie den falschen Hebel genommen, Alter. Jetzt dreht er richtig ab. Alter. Down.
Oh, jetzt geht das Ding kaputt. Jetzt ist das Teil kaputt gegangen. Jetzt ist das Teil kaputt gegangen. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Das wäre natürlich vorher irgendwie ganz smart gewesen. Und dann im Nachhinein hingehen und sagen, ja, was habt ihr denn hier, Alten? Tja, wenn man das vorher wüsste, ne? Das kann man bestimmt machen. Vorher sabotieren. Und im Nachhinein dann hingehen und sagen, ja, ist ja irgendwie langweilig hier. Okay, wie auch immer. Group together. Wir rennen nochmal hin. Gucken wir nochmal, was jetzt passiert. Im schlimmsten Fall sind sie wieder aggro direkt. Heißt also, nochmal speichern. Back again? I gave my last bloody warning already. You got a death wish, I reckon. Ja. Startet also direkt mit einem Fight. Kommen wir also zu dem Schluss. Situation verkehrt angegangen, ohne erstmal die gesamte Situation erkannt zu haben. Und dadurch keine Chance gerade, hier reinzugehen. Denn jede weitere Interaktion mit denen hier ist Kampf. Bedeutet, wir müssen erstmal wieder ein bisschen mächtiger werden. Genauso wie hier das mit dem Brunnen. Und dann geht es erst richtig los. Vorher einfach keine Chance. Wir gucken nochmal eben auf die Map. Und wir müssen ja hier hin. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich der Straße folgen. Halten uns so ein bisschen mehr links und kommen dann hoffentlich gleich zum Goblin Camp. Das wäre doch nicht so schlecht. Das sieht doch hier schon so aus. Und hier ist Saza, die wir ja befreit hatten. Da ist sie. Sehr schön. Ja, perfekt. Und das ist natürlich auch ein perfekter Zeitpunkt, um zu sagen, beim nächsten Mal geht's weiter an der Stelle. Ich hoffe, ein bisschen reibungsloser. Das wäre nicht so schlecht. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, wenn es trotzdem gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.